Sachsen ist ja ein Bundesland, das immer noch in besonders hohem Maße neue Straßen baut, obwohl unsere Bevölkerung abnimmt. Wir haben als Grüne Landtagsfraktion ein Gutachten bei der TU Dresden in Auftrag gegeben, dass die Verkehrsprognosen der Regierung mit den tatsächlichen Verkehrsbelegungen vergleicht bei den Straßen, die in den letzten Jahren neu gebaut wurden. Dabei hat sich herausgestellt, auf unseren Straßen ist 33% weniger Verkehr als prognostiziert. Sachsen baut also flächendeckend zu große Straßen. Da wird Geld verschwendet, das wir ganz dringend brauchen. Wir fordern deshalb die Regierung auf, diese Prognosen zu überprüfen und öffentlich abzurechnen, wie viel Verkehr wirklich auf den Straßen fährt. Geldverschwendung können wir uns nicht leisten. Wir wollen, dass Straßenneubau die Ausnahme wird. Wir brauchen das Geld, um das vorhandene Straßennetz zu sanieren. Und wir brauchen mehr Geld für den öffentlichen Verkehr, für den Radverkehr und zur Lärmsanierung. Da muss ganz dringend im sächsischen Haushalt umverteilt werden.